Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge waren wir in der Hölle. Hier, Bands mit Gold. Boah. Und jetzt machen wir Showdown am Korallenriff. Alter Schwede, sehen Sie sich bloß vor, hier wimmelt es ja nur so von Rosabärten. Das rosarote Weiche hat die Flotte ihrer Majestät angegriffen und unsere mächtigste Waffe geraubt. Unser Beton-Liesel ist weg. Er hat ihn in seinem Versteck in der Barnacle-Bucht verschleppt. Dort tummeln sich alle Piraten und Freibeuter. Ihre Aufgabe ist klar, holen Sie unseren Esel zurück und verprügeln Sie die plündernden Piraten. Okay, Piratenschlacht Nummer 2. Keine Ahnung, erst ging es irgendwie noch so um Boogie Pete und seine, weiß ich nicht, Verbrecher. Und jetzt geht es auf einmal irgendwie um Piraten, alles klar. Und gegen Aliens am Auge kämpft, genau. Das ist der Plan. Sie müssen die Straße entlang gehen. Okay. Oh, da sehe ich schon eine blinkende Kiste. Die Kiste, auf die es ankommt, befindet sich ganz am Ende. Sammeln Sie die Kiste ein, kostet das, was es wolle. Klar, kein Ding. Vorsicht, die Insel ist voller Piraten. Ja, wir sind zu zweit, okay. Rainer, hi, na? Aber wir haben ein richtig großes Arsenal, sehe ich gerade. Und wir haben richtig wenig Zeit, sehe ich gerade. Irgendwas wird da jetzt schief gehen. Ich möchte ehrlich gesagt hier rüber gehen. Und da sind da noch mehr. Oh fuck, da ist einer. Ich weiß nicht, ich habe noch irgendwie ganz schnell was geschafft in der letzten Sekunde. Ja, okay, 10 Punkte, aber der hat definitiv mehr Schaden bekommen. Captain Riggle macht sich bereit. Schießt du in den... Sehr gut. Ich sollte auch so darüber schaffen, oder? Und schon mit rein Skill schaffe ich das. Jawohl. Pink Bert. Hier, halt das mal. Oh Mann, da sind Minen. Und ich bin ja nicht sicher, glaube ich. Aber ich glaube, der ist tot, oder? Ja, das war definitiv genug. Pinkbit war sowieso nicht zu gebrauchen. Nein, die haben auch Dings. Oh nein. Nein, 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 nein. War sehr gut. Ja, ich sollte mich nicht so offen dahinstellen, glaube ich. Bob verkloppt ist alle. Aua. Ich glaube, wir werden nie irgendwie die letzten beiden Würmer hier noch zu sehen bekommen von unserem Team, ne? Was haben wir denn noch alles? Ja, komm. Hilfe! So, Bob, versteck dich. Habe ich Rainer auch getroffen? Ich glaube nicht. Oh nein. Was, wo geht das denn hin? Keine Ahnung, was dir vorgeht, aber ich glaube, wir sind am Gewinn. Da, wo ist die Kiste überhaupt? Oh pff, Gott, was ist das denn? Wie soll ich denn da hinkommen? Hilfe! Hilfe! Nein! Verdammt! Oh, da ist die Kiste. Neben dem Schwert Excalibur oder was? Oder vielleicht Excalibur? So, William ist als nächster dran, der schnappt sich jetzt euch. Nee, doch nicht, was? So, was? Ja, ob das was wird? Ich auf die Kiste! Sie sollten die Kiste einsammeln und nicht zerstören, verdammt! Was ist? Okay, langsam werden die Missionen schwieriger, habe ich das Gefühl. Egal. Das schaffen wir noch.
Ist ja jetzt Folge 14 oder irgendwie sowas, ne? Kommt, glaube ich, hin. So, ich mache jetzt den hier erstmal. Captain Regal. Und zack. Und zack. Nein. Das war eine geile Kurve. Sehr schön. Aber jetzt war als nächster dran. Bin ich auf Reiner. Okay, das war nichts. Kannst euch ruhig auch wieder gegenseitig abschießen. Oder selber abschießen. Ich glaube, ich bleibe hier unter den ganzen Dingern. So. Hi, na? Bleib mal schön hier drunter, ey. Wie, nicht getroffen, was? Doch, wollte schon sagen. Wir gehen da ganz locker an. Nein, nicht so. Hier steht immer so 3 Sekunden und trotzdem explodieren die nach 1 Sekunde. Mein AP. So, ich spreng mir jetzt nicht wieder den Weg da weg, ey. So, habe ich noch eine? Ja, perfekt. Dann einmal. So. Und du. Bams. Zack. So. Versuch mich mal hier zu kriegen. Das ist unmöglich. Ist noch mit dem Dynamit, das zieht da glaube ich 50 ab, ne? Und dann war es das. Mit dem auch. Was ist passiert? Was passiert? Oh Mann, da ist ein riesiges Loch. William Orm ist in Bewegung. Was gebiet mit den verdammten Minen da, ey? Das regt mich ein bisschen auf. So. Einer. Ich habe einen Moment lang vergessen, wie man Waffen einsetzt. Sehr gut. Oh nein, nicht auf ihn. Oh. Mann. Nicht cool. Verdammt, hätte ich mir mal ein Schrotgewehr für den Typen da oben aufbewahrt. Wohl, vielleicht komme ich ja jetzt dahin. Bist dich. Ich muss noch was anderes machen. Was? Keiner darf überleben? Nein! Ich hab's doch eingesetzt! Was ist das? Ich hätte auch eine neue Waffe bekommen. Ist das dieser Esel oder was? Was? Wie hat der von da getroffen? So. Ich glaube, da ist so eine Waffe, ne? Hi, na? Bitte, sei tot. Das gibt's nicht. Meine neue Waffe hier gefunden und hat nicht gebracht, ey. Wieder eine Orm einfach so weggetötet hat, ne? Das gibt's nicht. Eine Bananenbombe, ja super. Komm schon, Shipmate Elliot. Sehr gut. So, nur einer, glaube ich. Ne, zwei. Der eine hat ja ein KP. Ein KP! Die schaffen es, vor meine Würmer ja wegzusnipern. Kann ich da runter? Nee. So, du.
Ja. Sehr gut. Ja, die vom Weiten zu werfen ist mir ein bisschen zu riskant. Die prallt so schnell ab. Bob verkloppt haut um sich. Also passend. Ja, das wird bestimmt treffen. Hab beinahe getroffen. Was zum Teufel sind dafür Scharfschützen, ey. Wo ist denn der letzte überhaupt? Wo ist er? Den kriege ich, den schnapp ich mir. Ernsthaft, wo ist der? Da. Ich mal einen auf Skillschutz. Ja. Bams! Gut, ist ein starker Wind. Da war mal ein starker Wind. Ha! Aber jetzt kommst du da runter, ey. Immer noch da oben, gibt's da nicht. Wie Luftangriff. Wieso können Piraten denn Luftangriffe machen, ey? Zu der Zeit gab's doch noch keine Flugzeuge, Mann. War denn nicht irgendwo da? Boah. Na warte, ich komme jetzt da hoch. Und eine heilige Handgranate, geil. Sehr gut. Ja, okay, so geht's auch. Sehr gut. Was an? Sehr gut. Das Spiel bleibt nicht stehen, es ist sehr gut. Ja, und ich wurde wieder zum Frosch. Zum Teufel. So erfolgreich. Speicher. Warum nur Bronze? Ey. Boah, ob ich hier 100% schaffe? Ne. Glaub nicht. So, Fischalter. Der Urlaub unseres Helden verlief nicht ganz nach Plan. Bei der Hafengrundfahrt gab es einen Sturm, sodass einige Touris gleich mal im kühlen Nass zurückblieben. Zum Glück wurden unsere Helden an der Küste der kleinen Insel Worms an Land gespült. Helfen sie ihm, so viel Theater zu machen, dass die Küstenwache auf ihn aufmerksam wird und ihn rettet. Was? William ist gestrandet. Wie geht das? Er wollte nur Urlaub nehmen, Mann. Weil das klingt jetzt nicht so, als müsste ich wieder eine ganze Truppe von Leuten erledigen. Hoffe ich. Das war ja ein toller Urlaub. Saß hier fest in der Gesellschaft, bla 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 bla, keine Ahnung. Zu langsam. Und eines Totenhais. In der Gesellschaft eines Totenhais, okay. Jetzt sag mir nicht, das bin ich. Erstmal müssen wir nutzlose Reiseleiter entsorgen. Ich habe nur ein AP. Was ist der denn? Ich brauche mal eine Waffe oder irgendwie sowas. Oh, ich habe unendlich Zeit, okay. Sag das doch. Bazooka. Ich darf auch nicht daneben treffen, ne? Boah, wie brutal. Was hat der uns denn getan? Okay. Und nun? Schnappen wir uns das mal. Wir dürfen nirgendwo daneben springen, sonst sind wir tot. Ich bin im Urlaub, Mann. Wenn Sie in Jack, um nützliche Sachen aus dem Ding zu holen, ja. In der Broschüre, da stand nichts über herumlaufende Haie, irgendwie sowas, glaube ich. Wir sind doch im Urlaub, warum haben wir einen Kaffee? Wir müssen voll ausgeruht sein. Oh.
Machen Sie sich am Weg zu dem Boothaus. Zur nächsten Kiste. Okay. Wo? Da. Wie sieht das denn aus, ey? Zweimal Balken. Jetzt holen Sie die Kiste von der Spitze des Leuchtturms herunter. Mit meinem Jetpack, ne? Wie, mein Jetpack ist weg? Wieso hat der einen eingepackt, Mann? Aha. Vorsicht. Na, wie geht's? So, die Frage ist jetzt, wie baue ich die denn so auf, dass ich da hochkomme? Wie soll ich denn das machen? Weiß nicht so. Ja, muss nicht direkt den nächsten rausholen. So, und jetzt hier. Ich könnte ja auch irgendwie so schräg hinstellen, genau. Aber wird auch reichen. Komme ich da überhaupt hoch? Nein. Das war voll daneben und ich bin tot. Ja, super. Ach man. Ja, super. Nochmal. Gibt's doch nicht. Springst einmal daneben. Oh. Muss ich hier so schräg aufstellen wahrscheinlich. So. Muss man ja Ding wiederholen. Zack, so. Dann den da in die Luft springen, warum auch immer. Der wird ja wohl nicht überleben können, ne? Irgendwie zufällig. Okay, ist gut. Mach weg. Da muss ich hin, okay. Yep. Ja. Ganz schön brutal eigentlich das Spiel, ne? Wie viele Jahre ist das nochmal? Ich bin mir sicher, es ist so für 12 oder so. Das war knapp. Wie das aussieht, geil. So, jetzt. Weil ich auf mysteriöse Weise mein Jetpack und muss jetzt da hochklettern mit dem Balken. Genau, ich will das von hier aus bauen. Geht das eigentlich? Kann ich das irgendwie von hier aus bauen? Von der Entfernung? Irgendwie sowas? Wolfe. So, jetzt was nun? Ich kann von hier aus da drauf springen. So, wird schon irgendwie klappen so. Ja. Ja. So, da wird ja wohl klappen jetzt, ne?
Ein Fallschirm. Wohin muss ich? Schnell suchen Sie ein sicheres Versteck vor den Erdbeben. Wie? Weiß ich doch nicht. Ich gehe mal zum Schild da hinten hin. Oder soll ich vielleicht zum Dings gehen? Super, geil, danke. Was hat denn für ein Dreck? Ich habe genau ein AP verloren. Ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich das nochmal versuche mit der Mission hier. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.